Ich ging als Königin der Herzen in die Geschichte ein. Mein Name ist Lady Diana. Das ist meine Geschichte. Ich wurde als Diana Frances Spencer am 1. Juli 1961 im britischen Norfolk geboren. Meine Familie war seit Generationen eng mit dem britischen Königshaus verbunden. Die ersten Jahre meiner Kindheit verbrachte ich in einem Anwesen, das Königin Elizabeth II. Gehörte. Die königliche Familie machte häufig Urlaub in der Gegend und so kam ich früh mit den Royals in Kontakt. Prinz Andrew und Prinz Edward, die Söhne der Königin, waren damals meine Spielgefährten. Meine Kindheit war jedoch nicht immer einfach. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 7 Jahre alt war. Meine Mutter verließ die Familie und ließ mich mit meinem Vater und meinen 3 Geschwistern allein. In der Schule fiel ich nicht gerade mit guten Leistungen auf. Ich war eher schüchtern, aber trotzdem bei meinen Mitschülern sehr beliebt. Man verlieh mir sogar einen Preis für ein Mädchen, das der Schule und ihren Schulkameraden maximale Hilfe bietet. Nach der Schule zog ich zusammen mit 2 Schulfreundinnen in die Wohnung meiner Mutter. Eine Ausbildung absolvierte ich nicht, stattdessen schlug ich mich mit Gelegenheitsjobs durch. Schließlich begann ich als Kindergärtnerin zu arbeiten. Ich liebte diesen Beruf über alles und wandte mich mit vollem Herzen den Kindern zu. Als ich 19 Jahre alt war, traf ich Prinz Charles, den englischen Thronfolger. Wir verbrachten viel Zeit miteinander. Schließlich machte mir Charles einen Antrag. Am 29. Juli 1981 gab ich ihm in der St. Paul's Cathedral das Ja-Wort. 750 Millionen Menschen verfolgten unsere Hochzeit weltweit vor den Fernsehbildschirmen. Nur wenige Monate nach unserer Hochzeit wurde ich schwanger und gebar unseren ersten Sohn William. 2 Jahre später kam unser 2. Sohn Harry zur Welt. Ich übernahm die Erziehung unserer Söhne größtenteils selbst und ließ mir auch vom Königshaus dabei nicht reinreden. Das war unüblich, doch ich setzte mich durch. Sofern es mein Zeitplan zuließ, brachte ich die Jungs selbst zur Schule und verbrachte jede freie Minute mit ihnen. Als Prinzessin übernahm ich viele öffentliche Pflichten und wurde zur offiziellen Vertreterin des Königshauses. Ich begann mich für eine Vielzahl von Wohltätigkeitsorganisationen zu engagieren und wurde schnell für meine Bemühungen in diesem Bereich bekannt. Doch schon vor der Hochzeit hatte ich gesundheitliche Probleme. Der öffentliche Druck löste bei mir eine Bulimie aus. Nach der Geburt unseres ersten Sohnes hatte ich zudem mit Depressionen zu kämpfen. Während die anderen Royals oft als distanziert und unnahbar wahrgenommen wurden, war ich bekannt für meine persönliche Verbindung zu den Menschen. Ich umarmte die Menschen, sprach offen über meine Probleme und zeigte Mitgefühl und Verständnis für die Probleme anderer. Dies machte mich in der Öffentlichkeit sehr beliebt und gab mir das Gefühl, dass ich einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leistete. Meiner Ehe hingegen schadete dies enorm. Charles störte es, dass nur noch über mich berichtet wurde. Nach der Geburt unseres 2. Sohnes wandte er sich seiner alten Liebe Camilla Parker Bowles zu. Daraufhin begann ich eine Affäre mit Major James Hewitt, dem ehemaligen Reitlehrer unserer Familie. Ab 1987 zeigten sich die Risse unserer Ehe öffentlich. Ich gab mehrere Interviews, in denen ich von meinen persönlichen Problemen in der königlichen Familie sprach. Mit den Jahren wurde immer deutlicher, dass unsere Ehe zum Scheitern verurteilt war. Queen Elizabeth und ihr Mann Prinz Philip versuchten alles, um unsere Ehe zu retten. Diese Versuche waren jedoch erfolglos. Im Dezember 1992 wurde unsere einvernehmliche Trennung öffentlich bekannt gegeben. Ich erhielt eine Abfindung in Höhe von 17 Millionen Pfund und verlor den Titel Ihre königliche Hoheit. Fortan wurde ich stattdessen Diana, Prinzessin von Wales, genannt. Nach der Scheidung konzentrierte ich mich noch stärker auf wohltätige Arbeiten und lernte Dodi Al-Fayed kennen. Er war ein Kaufhausbesitzer und sehr charmant. Ich begann eine Beziehung mit ihm. Leider sollte unser beider Leben sehr bald enden. In der Nacht vom 30. auf den 31. August 1997 waren wir nach einem gemeinsamen Abendessen im Auto auf der Flucht vor Paparazzi. Der Chauffeur verlor die Kontrolle über den Wagen und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen den 13. Pfeiler eines Tunnels. Dodi und der Chauffeur waren sofort tot. Ich war schwer verletzt und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Trotz der intensiven Bemühungen der Ärzte starb ich ein paar Stunden später an meinen Verletzungen. Um meinen Tod ranken sich viele Theorien. Eine davon besagt, dass der britische Geheimdienst MI6 und Mitglieder der königlichen Familie hinter dem Unfall steckten. Diese Theorie wurde von Dodis Vater verbreitet.
Er behauptete, dass ich und sein Sohn ermordet wurden, weil unsere Beziehung der königlichen Familie nicht passte. Was ist deine Meinung zu dem Unfall? Schreib es gerne in die Kommentare.